Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Daniel und wir erzählen euch heute was über den 23. August. Am 23. August haben wir auch ein prominentes Geburtstagskind. Ja. Und das ist? River Phoenix, 1970, am 23. August geboren. Sagt nicht allen was, ist relativ jung gestorben mit 23 Jahren, hat so Filme gemacht wie Stand By Me, Little Nikita oder My Private Idaho. Sagt einem jetzt nicht richtig was. Doch. Wenn man das Gesicht sieht, weiß man sofort. Ich kenne den, der ist super gewesen. Der war richtig, Stand By Me war ein richtig geiler Film, Little Nikita habe ich auch gesehen, Private Idaho nicht. Aber ja, aber das heißt ja auch, die Besten sterben mit 27, da war ein bisschen zu früh dabei. Ja, er war seine Zeit voraus. Ja. Ja. Am 23. August 2006 ist auch Natascha Kampusch geflohen aus dem Keller von ihrem Peiniger Wolfgang Priklopil. Ja? Ja. Ja. Und sie war da 8 Jahre oder knapp 8 Jahre war sie da in dem Keller entsprechend und gefangen gehalten, ne? Ist eigentlich eine traurige Sache, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, natürlich. Aber sie hat ja auch karrieremäßig jetzt nochmal ein riesen Angebot gekriegt im letzten Jahr vom HSV. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, die weiß, wie man aus dem Keller rauskommt. Ja. Also, oder? Ja. Jetzt mal ehrlich, ja. Ja, macht man darüber Witze? Ja, man macht darüber Witze. Ist nein, ist es unpassend? Ja, aber... Ja, mein Gott, ja. Entschuldigung, ja. Natascha, tut mir leid. Nee, Entschuldigung, HSV. Ja. Am 23. August 1999 hat auch der Bundeskanzler Gerhard Schröder, hat er seine Arbeit in Berlin aufgenommen, das erste Mal, 1999. Beziehungsweise, da war es dann in Berlin. 98 war er schon Bundeskanzler, ja. Aber da ist er dann nach Berlin gezogen sozusagen. Und das war am 23. August 1999. Wie die Zeit vergeht. Ja, das war ja der Schröder hat doch damals irgendwie gesagt, als Jugendlicher ist er irgendwie vor dem Bundeskanzleramt gestanden und hat dann irgendwie so geschüttelt und hat gesagt, ich will da rein. Ja, das haben 5 Millionen Leute bestimmt auch gemacht. Irgendwie der Schröder war doch mit dem Schaf Doris verheiratet, oder? Du meinst das geklonte Schaf Dolly? Ach, hab ich jetzt was durcheinander geworfen. Ja, okay. Ja, aber nicht lange. Ja, und das hat Nachahmer gehabt, oder? Nicht jetzt mit der Dolly, sondern mit dem Gitter. Ja, bestimmt. Das haben bestimmt einige gemacht. Auf jeden Fall nach der Geschichte, nachdem das irgendwie bekannt geworden ist, haben sie gemacht, das ist Geheimrezept, um Bundeskanzler zu werden, haben sie bestimmt gedacht. Ist es aber nicht. So, jetzt ist es raus. Jetzt wollte ich es gerade probieren. Naja. Vergiss es, du bist schon viel zu... korpulent. Nee, Helmut Kohl, guck den an. Oh, stimmt. Der war deutlich dicker als der du. Der war noch ein ganzes, der hat seine eigene Postleitzahl gehabt. Ja. Nur nicht vergessen. Ja. Genau. Das war der 23. August. Am 23. August habt ihr ganz viel gelernt und morgen ist der 24. August. Da sehen wir uns nochmal. Bis dahin. Cheerio, Miss Sophie.